Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Minecraft Skywars auf dem GommaD.net Server. Ich habe gesehen, dass die letzte Folge wirklich richtig krass bei euch ankam. Ich wollte mich einfach mal schon für die über 10 Abos, also wir haben jetzt schon, ich glaube, 11 oder so mit einem Video geknackt. Für manche klingt es zwar so, ist ja wenig, aber für mich ist es schon eigentlich ziemlich viel. Es ist schon wirklich krass, wie viele Leute es überlegt haben, mich zu abonnieren, um Videos von mir zu gucken. Ich überlege gerade, soll ich darüber fastbridgen? Nee, ich lasse es mal lieber, weil ich fall eh wieder runter, weil ich seit ganzen 5 Minuten kein Skywars mehr gespielt habe, was schon ziemlich krass ist. Ich weiß halt gar nicht, wo der ist, aber der scheint da zu sein. Und den überraschen wir jetzt auch einfach mal. Ich glaube, der ist irgendwie AFK gewesen. Oh ja, den hatten wir schon mal. Okay, ein Diaschwert mit Schärfe. Oh, cool. Cool. Hier liegen doch bestimmt noch andere Sachen. Ja, da liegen noch Heiltränke. Die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ist kein Fehler, wenn ich die mitnehme. Oh, Schärfe und Rückstoß. Oh, shit. Okay, das ist schon mal gut gewesen. Hat er versucht zu igeln? Guter Versuch auf jeden Fall. Oh, wir haben 28 Erfahrungsfläschchen. Das ist schon mal krass. Ich glaube, jetzt gehen wir erstmal zurück. Und gucken mal, was unser Gegner da macht. Wir haben 12 Level. Oh mein Gott. Der scheint da irgendwie irgendwas zu machen. Ah, er hat gekämpft. Geil, da können wir jetzt bestimmt gut abstauben. Ich fastbridge das einfach mal. Und er hat es nicht gesehen. Und jetzt. Und wir töten ihn. Nice. Haben wir schon mal richtig gut geschafft. Und er hatte ganz viele Enderperlen. Das ist richtig, richtig gut, wenn die Leute Enderperlen haben. Nehmt immer Enderperlen mit. Enderperlen sind in Skywars stärker, als ihr denkt. Nehmt sie wirklich mit. Ich würde sagen, dann bauen wir uns mal wieder, wie im letzten Video, ganz weit nach oben. Und diesmal treffe ich auch die Enderperle. Diesmal, ich weiß jetzt nämlich ungefähr, wie hoch ich sein muss. Ich muss auf Höhe 91 sein, dass sie gerade so einen Rand trifft. Deswegen gehe ich nochmal ein bisschen höher. Und jetzt sollte ich sie werfen. Mal gucken. Sie trifft. Komm, bitte, treff. Ja, nice. Okay, guck. Wir haben getroffen. Oh, hier ist noch jemand anders. Den können wir aber eigentlich bekommen, weil wir haben die Sachen dazu. Wir haben ja auch ein Rückstoßschwert und das sollten wir nicht ganz easy schaffen. Ich weiß, er hat da noch eine Enderperle geworfen. Ja, seine Enderperle fliegt und... Ja, nice, GG. Den haben wir schon mal besiegt. War eigentlich sogar einfach. Wir haben leider nicht seine Sachen bekommen. Das ist aber nicht so schlimm. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal ein Crafting Table machen. Ich kann die Kisten hier wegwerfen, weil Kisten braucht ja eh niemand. Jetzt machen wir uns mal einen Brustpanzer. Wir können den auch gleich mit unseren 100 Leveln verzaubern. Auf, komm, ja, hier auf Schutz. Nice. Ich habe schon mal Schutz. Ich habe gerade irgendjemand essen hören. Ich weiß nicht, wo es war. Es macht mir noch gerade ein bisschen Angst. Okay. Gott. Hä, was ist das? Okay, jetzt haben wir hier auch schon eine Hose. Und jetzt sind wir voll dir, was richtig nice ist. Deswegen liebe ich die Mitte. Das ist ja auch immer. Gleich Mitte. Immer Mitte gehen. Das ist das Beste. Ich habe gerade gar keinen Bock, wenn ich jetzt nochmal verkacke. Ich werde jetzt die Enderperle mal darüber schmeißen. Ich werde die Gegner eh alle easy machen, warte mal. Der ist da hinten auf dem Dach, da könnte ich mich wirklich hinporten, warte mal. Nein. Okay, den habe ich essen hören gehört. Dann recken wir den auch mal ganz kurz easy. Das Dumme ist, jetzt wir sind auf dem Dach und wenn wir runterspringen, kriegen wir Fallschaden. Okay, bauen wir uns jetzt mal da runter. Und jetzt sollten wir auch so ganz gechillt hier runterkommen. Ich kann da nicht auch ein MLG machen. Habe ich einen Wassereimer? Nein, ich sehe gerade keinen in meinem Inventar. Wo ist der Gegner? Wo ist der? Da hinten. Komm. Und jetzt warte, dass wir einen Schuss haben und wir werden ihn easy recken. Easy, Mann, easy. Und jetzt surprisen wir ihn, und zwar mit den Schneebällen, die wir im Inventar haben. Komm. Nein, er hat's doch gemerkt. Auf jeden Fall wirklich gute Attacke von ihm. Und er hat eine, das ist eine Sie, und sie hat eine Angel. Nein, sie hat jetzt hier runtergehauen, das war wirklich gut von ihr. Ich sollte mir langsam den Gärtel hier essen. Okay, warte mal. Nehmen wir mal kurz einen Heiltrank ins Inventar. Ich habe Angst vor der, ich esse mal einen Goldapfel. Okay, sie hat auch was gegessen.
Aber ich glaube, auch sie sollten wir ohne Probleme noch bekommen. Ja, wir haben sie. Nice. Okay, GG. Ja, danke an dich, GG. Auf jeden Fall faire Spieler hier. Wir haben schon 5 Kills, was eigentlich richtig nice ist. Wo ist unser nächster Gegner? Habe ich zufällig einen Kompass? Ja, da hinten. Da hinten ist er. Wir können ihn überraschen. Wir können ihn wirklich überraschen. Steht da hinten noch einer irgendwo? Nein, aber wir können uns einen anderen Gegner überraschen, was richtig, richtig geil wäre, wenn wir das schaffen. Weil es sieht so aus. Okay, jetzt ist er nicht mehr AFK. Das ist aber auch nicht allzu schlimm. Wir wollen uns jetzt nur noch ein bisschen weiter nach oben. Die Runde könnte echt was Gutes werden. Jetzt sind wir schon auf einer ziemlich hohen Höhe. Jetzt, meine Freunde, würde ich sagen, werfen wir mal die Enderperle. Die wird auf jeden Fall zu 100% auf dem Baum landen. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Was lernen wir daraus? Richtig. Nie sicher sein, dass die Enderperle genau landet. Und jetzt sind wir auch in der nächsten Runde. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal einen TNT-Boost, weil ich habe gerade genug Sachen für einen TNT-Boost. Wie geht der nicht nochmal? Ich glaube irgendwie so. Trugplatte, so. Okay, ich glaube, unser TNT-Boost ist bereit. Mal gucken, was soll ich dafür machen? Ich habe eine Enderperle, um mich zu retten und ein Dings zum Auffangen. Okay, los. Wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute.